Heyo, Freunde, euer Mr. Druid mit dem Käffchen in der Hand. Ich grüße euch, Grüßerchen. Boah, schon fast leer der Kaffee. Aber auch verständlich, hier brauchst du wirklich viel Kaffee. Der Audi, man hört es bestimmt auch an meiner Stimme. Man sieht es an meinen Händen, an meinem Gesicht. Zwei Akkus sind schon leer von der Lampe. Ich bin langsam an einem Punkt angekommen, wo ich denke, jetzt will er mich verarschen. Es geht um unseren Audi A3 S-Line mit unserem 2 Liter TDI. Viele hatten von euch ja gefragt, ich gehe mal nochmal einen Tacken zurück. Das Auto gehört jetzt Samir, den haben wir ja letztes Mal im Video kennengelernt. Und der Wagen hat eine ziemlich krasse Historie hinter sich, was Reparaturen und sowas angeht. Und schlussendlich ist es jetzt mittlerweile so weit, dass ich liste oder zähle nochmal auf, dass die Drosselklappe, Saugrohrklappe neu ist. Der Turbolader ist neu, inklusive der Druckdose. Der Saugrohrdrucksensor ist neu, Magnetventil ist neu, Magnetventil für die Drallklappen ist neu, die Ansaugbrücke ist neu. Dann wurde der Zahnriemen gemacht, inklusive Spannrolle und Wapu. Dann habe ich ja noch jetzt on top den Dieselfilter, den Kraftstofffilter gemacht und natürlich die Spülung. Und jetzt wollte ich nochmal erklären, was genau haben wir für ein Symptom? Wir haben das Symptom, dass wenn ich im Stand das Auto laufen lasse, volle Pulle Gas drücke, also richtig durchdrücke, schwankt die Drehzahl. Ja? Wenn ich starte, die ersten 1-2 Minuten, alles okay, wunderbar, Drehzahlbegrenzer aktiv, Auto läuft, da mache ich ESP aus, geht die Drehzahl von 3000 sogar noch höher. Ist ja logisch. Gut, das funktioniert alles. Vergehen 1-2 gefühlte 5 Minuten. Plötzlich nichts mehr. Du gibst Gas, er geht hoch und schwankt. Du drückst Vollgas und er schwankt richtig. Die Drehzahl macht, was sie will. Dabei habe ich natürlich kontrolliert, reagiert die Druckdose bei dieser Aktion. Will der Turbo überhaupt? Hab dann aber auch gemerkt, okay, er bewegt den Arm, ja, von der Druckdose. Die Schaufelräder will er hochziehen, öffnen, macht er immer noch nicht. Also es ist keine Verbesserung da. Ich habe nämlich Folgendes getan. Ich habe nämlich mit meinem Unterdruckgerät habe ich die Druckdose angesteuert, also wirklich die Vakuumpumpe hier abgeklemmt, die Leitung. Hab dann mit der Unterdruckpumpe 0,6 bar aufgebaut, damit die Schaufelräder oben stehen. Hintergrund, wenn er wirklich damit ein Problem hat, dass der Turbo abrupt aufhört zu arbeiten, müsste er ja, wenn ich manuell den Druck erhöhe oder den Druck, die Schaufelräder hochziehe, müsste er ja obenrum Leistung kriegen. Macht er nicht. Also mit dem Turbo haben wir keine Probleme. Unterdruckmanagement, die ganzen Leitungen, die Unterdruckschläuche, alle kontrolliert. Nichts. Ladeluftkühler kontrolliert. Nichts. Die Ladeluftschläuche, die hier unten sich befinden. Nichts. Alles in Ordnung, alles dicht. Wir haben bemerkenswerterweise auch gar keinen Ölverlust. Oftmals ist ja an den tiefsten Punkten, kommt ja mal so hin und wieder das Öl raus. Auch nichts. Hier die Kurbelgehäuseentlüftung. Kontrolliert den Schlauch. Auch in Ordnung. Wie man sieht, ist schon ein bisschen was auch abmontiert da hinten. Ich habe jetzt auch, weil viele geschrieben hatten, hey Mr. Druid, 100% das ist der Dieselpartikelfilter. Was habe ich gemacht? Den Partikelfilter abmontiert, ganz vorsichtig zur Seite gelegt, bin gefahren, gut, das war zwar höllisch laut, aber trotzdem kein Unterschied. Mit abmontierten DPF genau das gleiche. Also der DPF kann auch ausgeschlossen werden. Was habe ich noch gemacht? Ja, ich habe Folgendes noch gemacht. Den Kabelstrang. Wir hatten ja hier, ich habe den Deckel schon abgenommen. Wir hatten ja hier von den Pumpe-Düse-Elementen, weil ja auch ein unplausibles Signal kam, habe ich ja hier das Kabel, den Kabelsatz erneuert. Um auszuschließen, dass irgendwo hier ein Kurzschluss ist. Oder irgendwie die Adern, beziehungsweise hier die feinen Anschlüsse sich gedehnt haben und der Kontakt hin und wieder nicht da ist. Kabelsatz gekauft,
immer noch keine Veränderung. Ja, was hatten wir noch? Genau, dann habe ich Folgendes getan. Man sieht schon hier das Steuergerät. Ich habe sogar das Steuergerät geöffnet. Habe mir das angesehen. Ist da irgendwas zu sehen? Korrosion, Grünspan, irgendwas, was darauf hindeutet, dass hier eine Unterbrechung stattfinden kann. Immer noch nicht. Ja, dann bin ich an diesem Punkt angekommen und habe gedacht, okay, vielleicht stimmen ja die Steuerzeiten nicht. Habe also hier das Werkzeug abgesteckt und habe auch unten das Werkzeug abgesteckt an der Kurbelwelle. Und siehe da, wir haben wunderbar OT, alles im grünen Bereich. Auch da haben wir kein Problem. Also so langsam werde ich blöde. Ganz salopp gesagt. Der Fehler ist, wie soll man sagen? Vom ersten Tag an, wo ich den Wagen hier habe, ja, habe ich so viel gemacht und es hat sich gar nicht verändert. Das ist so, was mich so ein bisschen... Die haben ja die Dieselspülung gemacht. Im Falle dessen, das sind ja gebrauchte Pumpe-Düse-Elemente gewesen. Vielleicht war da irgendwas, vielleicht lagen sie oft lange im Regal irgendwie verstopft. Das wäre durch das Gerät ausgeschlossen gewesen. Trotzdem gar keine Veränderung. Jetzt bin ich an dem Punkt und da könnt ihr natürlich mitfiebern und mit ja, eurem Hirnschwall mit einbinden. Also ich bin für jeden Tipp natürlich dankbar, so ist es jetzt nicht. Ja, ich habe jetzt Bilder an den Bosch-Service geschickt, an die Daniela, hier in Dortmund. Ich hoffe, also sie sagt, das müssen Bosch-Pumpe-Düse-Elemente sein. Dann werden die jetzt geprüft, weil das sind die Pumpe-Düse-Elemente, die auch ein bisschen mehr kosten. Ja, also wenn ihr dafür vier neue holt, seid ihr locker über 2000 Euro. Und wir wollen natürlich gucken, ist hier gegebenenfalls irgendwas an den Pumpe-Düse-Elementen kaputt, was dafür sorgt, dass im oberen Drehzahlbereich, übrigens Pedal habe ich auch ausgeschlossen, ich habe das per Anschlag gemessen, wunderbar, Pedal funktioniert auch, falls da jetzt noch einer noch hinterher schießt. Also, Fakt ist, vielleicht kriegt er ja oben rum die gewünschte ja, Dosierung nicht oder es ist zu viel Sprit. Und das System regelt runter. Ja? Wir haben ja das Phänomen, dass hinten aus dem Auspuff, wenn ich genau dieses Szenario herbeiführe, dass ich Gas gebe im Stand, kann ich jetzt blöderweise nicht machen, weil der Motor kalt ist, dann riecht es hinten auch richtig krass nach unverbranntem Sprit. Ist eigentlich für mich das Zeichen, okay, er will oben rum, der Sprit ist da, aber die Luft fehlt. Und dafür würde ja dann der Turbolader sorgen, indem er die Schaufelräder öffnet, der Luftvolumen erhöht sich und dementsprechend haben wir diese Harmonie halt. Also ihr versteht meine Miserie. Wenn jetzt die Pumpe-Düse-Elemente zu Bosch gehen, ja, unweit von hier, da würde ich auch gerne ein Video drehen, wie die das prüfen, wie man an so einer Pumpe-Düse-Einheit merkt, dass die defekt ist. Und wir sehen ja auch hier sind an jeder Pumpe-Düse-Einheit sind zwei adrige Kabel, die dort ja angeschlossen werden. Was genau wird da angesteuert? Also wie genau würde sich hier ein Defekt äußern? Was würde man da sehen? Da bin ich hochgespannt. Ja, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, ob die Pumpe-Düse-Elemente hier diesen Fehler verursachen. Weil wir bekommen im Steuergerät, sorry meine Stimme, ich habe heute den ganzen Tag gequatscht, wir bekommen im Steuergerät die Meldung Pumpe-Düse-Element 1, 2 und 4. Manchmal schwankt das. Manchmal ist es auch 3, dann ist 4 weg. Manchmal ist es 4, dann ist 3 weg. Auf jeden Fall ist immer 1 und 2 dabei. Pumpe-Düse-Elemente 1, 2 und 3, 4. Unplausibles Signal. Genau. Unplausibles Signal oder unplausible Werte. Jetzt müsste ich lügen. Irgendwann genau in diesem Segment und parallel dazu steht dann noch Ladedruck unterschritten. Was ich mir natürlich dann, ja, er will, aber irgendeine Instanz blockiert ihn. Ja, also irgendeine Instanz und so viel Elektrik haben wir da gar nicht. Ja, gut, das Steuergerät könnte natürlich einen Fehler haben. So, das Steuergerät könnte natürlich einen Fehler haben und könnte hier dafür sorgen, ja, dass in diesem Management zwischen Luft und Sprit
ja, Aussetzer stattfinden. Aber das Steuergerät habe ich ja, wie gesagt, schon geöffnet. Und es ist optisch, und ich habe da mit der ultra krassesten Lupe, die ich hier habe, drauf geguckt. Es ist kein Müh, keine, ja, irgendwelche Ansatzpunkte auf eine elektrische Verkokung, irgendwie, dass da elektrisch was geschmort ist oder sowas. Nichts ist sichtbar, auch keine Flüssigkeit, kein Wasser, nichts. Also das ist für mich wirklich ein Punkt, wo ich wirklich, ja, was ich auch gemacht habe, falls da einer denkt, hey Mr. Duit, was ist denn, wenn die drei Klappen zu sind? Ja, was ist denn, wenn hier drin die Klappen immer zu sind? Hab also Folgendes getan. Hab hier die Unterdruckdose für die drei Klappen direkt angesteuert mit der Pumpe. Hab die Pumpe hier reingelegt und bin gefahren. Wieder keine Veränderung. Keine Veränderung. Ne? Also das sind, ist wirklich... Also ich bin gespannt, was es für ein Fehler am Ende sein wird. Ehrlich. Ich denke jetzt, da die Steuerzeiten stimmen, hätte ja sein können, dass die Auslasswelle oder was, oder hier die Noppenwelle, die ja für die Pumpe-Düsenelemente zuständig ist, dass die vielleicht um 1-2 Zähne verstellt war, dass der dadurch dann sich verhaspelt oder was. Aber die Steuerzeiten stimmen. Ich kann das Werkzeug ohne Probleme einstecken. Also OT ist alles wunderbar, kann ich hiermit also wirklich ausschließen. Alles im grünen Bereich, da hat wirklich die Werkstatt vorher gute Arbeit geleistet. Aber trotz allem ist der Fehler also wirklich ein der Hammer, sagen wir mal einfach so. Der Fehler ist wirklich der Hammer. Dieselfilter neu. Gut, was vielleicht auch sein könnte, will ich jetzt wirklich nicht ausschließen. Wäre zwar auch ein bisschen weit hergeholt. Letzter Satz dazu. Vielleicht ist es ja die Vorförderpumpe im Tank. Vielleicht kommt da nicht genug Sprit raus. Und dann obenrum, wo die Spritmenge nötig wäre, vielleicht verhaspelt er sich da. Weil wir haben hier leider kein Railrohr, wo ein Drucksensor dran ist und uns das System sagen würde, hier Raildruck zu gering, ja, oder sowas. Deswegen, das wäre noch eine Möglichkeit, die ich jetzt wirklich noch hätte. Gut, man könnte jetzt hier einen Manometer anschließen und gucken, wie viel Druck kommt denn da raus. Könnte ich vielleicht auch nochmal machen, bevor ich die Pumpe-Düse-Elemente ausbaue. Müsste ich aber dann morgen vom Kollegen mir ausleihen. Ich habe nämlich so ein Messgerät jetzt leider nicht am Start. Leider. Aber würde ich dann morgen machen. Also gebt mal eure Vermutung in die Kommentare. Denkt ihr, es ist die Pumpe-Düse-Einheit? Oder ist es womöglich doch der Sprit, der zu gering ist vom Druck her? Ja, da bin ich echt gespannt, was ihr schreibt. Und ich bin auch schon müde. Ich werde jetzt nach Hause gehen. Schön duschen, das Video schneiden. Und wünsche euch natürlich einen wunderschönen guten Tag. Nee, guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Je nachdem, wann ihr das Video seht. Einen Daumen hoch für diese fette Herausforderung. Das wäre eine Ehrensache, und in diesem Sinne, euer Mr. Duit. Bis morgen, bis dann. Ciao. Ich bin gespannt.